Ich kurwa, mówię, sejmuj to sejmuj. Haben wir ja ganz kleine Hurensöhne am Start, so richtig kleine Räudige. Ich meine, dass seine Mutter ziemlich hart anschafft. Das habe ich gerade so aus dem Kurve rausgehört. Das kann man da sehr, sehr gut raushören, je nachdem, wie das eher, wie lang man das rollt, desto mehr freier hat eben die Frau, also die Mutter des Spielenden. Und ich muss schon sagen, es scheint eine sehr beschäftigte Frau zu sein, auf jeden Fall. Oh, es ist ein kleines Kind, wie süß. Hey, Mami. Purple Echo. Hey, Killers, was geht denn bei euch ab? Junge? Willkommen zu einer brandneuen Folge Counter-Strecken. Ich bin ja jetzt über Nacht wieder Global geworden, haben ja viele nicht mitbekommen. Was macht ihr denn? Was passiert mit den Hühnchen? Na! Und das zeige ich euch jetzt. Ich hoffe, es funktioniert noch so wie, Hello Team. Sie hören sich schon mal ziemlich vernünftig an. Ich denke, mit solchen Leuten kann ich auf jeden Fall spielen. Das sollte gar kein Problem sein. Oh, wir haben ein Kind. Und es fragt, woher wir kommen. Ich finde... Das ist mit die irrelevanteste Frage, die man überhaupt stellen kann, oder? Ist mir doch scheißegal, woher ihr kommt, solange ihr nicht verschissen seid. Ja! Ha! Oh nein! Leute, ich spür's nämlich gerade richtig. Mein Medichlorian-Wert ist gestiegen. Verstehst du? Nee, ich habe schlicht und einfach jetzt gedacht, ich spiele einfach ein bisschen langsamer und bedachter und nicht immer so ultrahampelig. Oftmals laber ich einfach, während ich spiele, dann ist es halt einfach so... dann falle ich halt aus der Map. Aber first round, ich bin Carry Boy. Was will man mehr? Hey, hey, come on. Beeilt euch ein bisschen. Ist mal ein bisschen global hier, ihr lahme Schweine. Ich werde mich jetzt wieder hochstellen aus... Ah, er geht dahin. Okay. Oh, es ist ein kleines Kind. Wie süß. Hey, Mami. Oder ist es vielleicht so eine Thai-Frau? Das kann auch sein. Oh Gott, okay. Ja gut, er hat mich schon gesehen, hat mich schon gesehen, hat's erledigt. Guck mal, wie ich einfach viel Geld habe und die gar nichts, verstehst du? Okay, gut, er hat schon ein bisschen was, aber da ist nicht, Das ist das Wichtige. Der Großteil nicht. Psch, Kind, psch, sei ruhig. Okay, sei ruhig. Fleisch und Weg. Ist der Dropper schon durch? Ajo! Ja, super, ich sehe nichts. Okay. Alter, was, da kann der durchschießen? Ich lerne jedes Mal aufs Neue. Neue Möglichkeiten, neue Dinge, um Leute komplett auseinanderzunehmen. Was haben wir hier für Hurensöhne am Start? So richtig kleine Räudige? Hab ich da eben Kurva gehört? Ich meine, dass seine Mutter ziemlich hart anschafft. Das habe ich gerade so aus dem Kurva rausgehört. Das kann man da sehr, sehr gut raushören. Je nachdem, wie das eher, wie lang man das rollt, desto mehr freier hat eben die Frau. Also die Mutter des Spielenden. Und ich muss schon sagen, es scheint eine sehr beschäftigte Frau zu sein, auf jeden Fall. Möglicherweise kriegen wir das hier aber noch gebacken. Denn auch Söhne räudiger Huren können eigentlich ein paar Kills machen, wenn sie es... denn versuchen. War das der Dropper? Für einen Teamsieg bin ich immer aufgeschlossen, auf jeden Fall. Ich muss jetzt nicht immer rocken, ne? So ist es nicht. Aber es ist nun mal sehr oft der Fall, dass das Team sehr gut abgeht. Und dann ist aber so ein Feind da, der alle natzt und mich dann auch. Und dann heißt es wieder, warum ich denn so schlecht sei. Verstehst du? Dabei stecke ich dir doch alle in die Tasche. Mit verbundenen Augen. Ne, und das ist dann immer schon ärgerlich. Ja, schon ärgerlich. Schaut mal, ich habe mir hier so einen Penüpel geholt. Den habe ich gefunden, ja, für die Tastatur. Ich habe das andere ja abgebrochen. Ich habe mich voll gefreut, wie ein Kind. Ich komme nach Hause, will es dran machen und es ist zu klein. Ich habe im Moment unter meiner Tastatur einen riesen Klumpen Knete. Damit ich noch ein bisschen spielen kann hier, weil das sagt übelst. Ich kann mit der Tastatur auf gar keinen Fall irgendwie spielen, wenn sie liegt. Das geht gar nicht. Das ist sofort Handgelenkskrebs. Und jetzt habe ich so ein fettes Stück Knete da hinten hängen. Ich zeige es euch gleich mal, wenn ihr... Ja, komm. Und damit ist es halt auch echt kacke. Das purzelt manchmal raus. Ich verschiebe die Tastatur sehr oft beim Spielen. Also ich schiebe die hin und her und brauche fast jede Runde eine neue Position, die irgendwie angenehm ist oder die ich als angenehm empfinde. Und das ist echt nervig dann mit dem Knetklumpen da hinten, weil der hat ja auch eine ziemlich, der ist ziemlich, ne, rubbermäßig. Kommt das Rubber? Oh! Warum sagst du denn nichts? Du bist echt ein Vogel, ne? Wenn er jetzt von hinten kommt, bin ich gebumst. Na, vielen Dank. Oh! Ich habe immerhin Zuspruch von meinen Mates bekommen und ich habe einen Stern. Sterne, ist schon schön. Braucht jemand was, Leute? Soll ich euch vielleicht was... Ich habe gar nicht genug Geld. Ich bin witzig, oder? Ich gebe, obwohl ich gar nicht mehr geben kann. Ich bin so scheiße freundlich, ne? Krass. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte von meiner Schwester. Sie war einmal fast ertrunken. Und zwar hat sie Folgendes gemacht. Wir waren früher, so wie alle Kinder, gerne im Schwimmbad. Und wir waren im Schwimmbad, in dem es solche Matten gab für die Kinder, die ausgegeben wurden. Einfach so riesige Schaumgummi oder Moosgummi oder Styropormatten. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Zeug war, aber da haben wir uns draufgelegt. Es gab große und kleine und das war einfach wie so riesige Boote für uns, ne? Ist klar, ist ziemlich cool. So. Und meine Schwester war da sehr klein, sehr winzig. Ich war nicht direkt dabei. Ich habe das nur von meiner Mutter erzählt bekommen, beziehungsweise das ist eine Geschichte, die sie uns oft erzählt, wenn wir uns über Unfähigkeiten lustig machen. Und naja, meine Schwester hatte diese Matte und ist eben rumgeschwommen.
zwar im Nichtschwimmerbecken, aber sie war trotzdem zu klein. Also sie hätte easy ertrinken können. Und es kam wohl ein Junge, meine Mutter hat das von außen beobachtet, der die Matte haben wollte oder sie darum gebeten hat. Und sie hat einfach genickt und ihm die Matte gegeben. Ich weiß nicht, wie alt der Junge war. Er hätte eigentlich erkennen müssen, dass meine Schwester wahrscheinlich ertrinkt ohne die Matte. Aber naja, sie hat die Matte abgegeben. Hat sich noch Sekunden über Wasser gehalten oder halten können und ist dann fast abgesoffen. Meine Mutter ist dann rein, weil sie alles gesehen hat und hat sie gerettet, ne? Aber schon lustig, ne? Wie höflich man doch sein muss oder kann um sowas. Das ist schon echt Aufopferung ersten Grades. Dritten Grades, was sage ich hier? Fünften Grades. Der ist schon auf dem Klo. Der ist bestimmt auf dem Klo. Der ist bestimmt auf dem Klo. Meins. Geh weg. Nein. Wie? Du hast die Toiletten aufgemacht. Aha, wir klauen also den Scheiß. Okay, los geht's, Männer. Greift zu. Schnell, bevor die Polizei kommt. Hier ist doch was Gutes drin, kommt. Leute, wenn die Bullerei kommt, ey, ich raste aus, ne? Apropos, ich habe gerade noch vorhin zum Mittagessen Reservoir Dogs geschaut mit meiner Freundin. Also zumindest gestartet zu gucken. Also ich kenne den Film schon, ich habe ihn schon gesehen. Er ist immer wieder nice. Er ist echt immer wieder nice. Ist mir gerade eben so eingefallen, so von wegen. Greift zu, schnell, wir müssen gehen. Wir haben uns geblockt, mein Sohn. Scheiße, ne? Er hat einfach jemanden geneift. Ah, okay, er sagt aber sorry, man. Das heißt, dass es nicht mir galt. Ich dachte, er hat sich geblockt gefühlt und wollte mich dann neifen. Oh, das war schwach, ey. Ich hätte einfach gezielte Schüsse machen müssen, aber hab Schiss bekommen und einfach mit Dauerfeuer angefangen. Wollte eine gemeint werden? Ander? Ah, mein kleines Pony, komm mit. Gut, Carryboy Killer ist ein bisschen am Start mit 2 Sternen und 6 Kills. 7, ach Gott. 7 und 6 ist ja eh fast das gleiche. Aber 7 ist halt schon so ein bisschen besser, ne? Schwerer, mehr, massiger, bulliger. Und das Kind. Das ist halt noch ein kleines, ein ganz kleines ist das. Two drop. He's mid now. Shit, one drop. Oh Gott, ich hasse mich, Mann. Hätte ich nicht gecallt, hätte er easy die Klatsche bekommen. Aber ich call, während ich schieße. Da muss ich umgreifen auf die Seite. Das sind die Momente, in denen ich dann verkacke, wisch. Dabei will ich doch Serious spielen. Nice. Also dieser junge Mann hört sich extrem jung an. Wirklich extrem. Also so 6 oder 7 Jahre. Warum? Warum hockt er zu Hause am PC? Kann er nicht irgendwie rausgehen und Barbie-Puppen spielen? Oder meinetwegen mit Prinzessinnen-Puppen oder so? Warum muss der jetzt Counter-Stricken spielen? Der ist ganz, ganz arg klein. Der muss eigentlich noch behütet werden. Er muss geschützt werden vor dieser saltigen Community. Ich meine, gut, wir sind nicht bei LOL. Ist in Ordnung, ich weiß. Aber wir sind immerhin bei Counter-Stricken. Da kann man schon auch Saltigkeit abbekommen. B, it's A, why I'm lonely. Was labert der, Mann? B, it's A, why I'm lonely. Ist ja dumm, weil du vielleicht auf A stehst halt. Ist es halt so. Hey. Geil. Ah! One dropper. One spot A. Achtung, dude. Ja! Ah, nice! Nein. But please. Can somebody come with me? Er bettelt die ganze Zeit, dass wir mit ihm kommen. Ist er bescheuert? So gehen die Aufstellungen halt. Was soll er machen? Wenn er unbedingt mit jemandem zusammen auf einem Spot stehen will, dann soll er zu mir auf B kommen und sich mit dem Mate absprechen. Aber nicht irgendwie kann jemand mit mir auf A lang kommen. Ich will mit einem berechnen, dass es ein Kind ist und sagen, okay, du bekommst dein Happy Meal heute noch früher. Ja? Und hockst dich mit Ronald McDonald mal rund hier und babbelst mal, wer mit dir auf lang geht, nicht? Oh nein, er spricht wieder seine Fantasiesprache. So. Ich bin so dumm. Gerade eben sind einfach alle gefallen innerhalb von 2 Sekunden. Die kamen von hinten, die Mates, und haben sie umgemates. Sehr schön, sehr schön. Aber jetzt überholen sie mich langsam alle. Das finde ich nicht freundlich. Ich muss doch ganz oben stehen, Leute. Ja, ja, ja. Da dreht er die Knives, da dreht er so. Aber erstmal muss die Pflanze noch dran glauben. Bah, mal da eben vorbeigehen, schafft sonst niemand. Inhuman Reactions. Habe ich dann den Tag gelegt, ne? So ein dummes Scheißkind, Mann. Warum müssen wir immer Kinder im Spiel haben? Was soll das eigentlich, wenn ich fragen darf? Wie? One AW map. Yeah. One. Orange. Nice, he's AFK. Orange, come on. He's AFK. Nein. Nice. Oh, Leute, da habe ich mich so ein bisschen hochgepippelt. Ne? Einmal die Bombe defused und die dann noch genannt. Das ist schon ziemlich tight. Braucht ihr kleine Scheißkinder irgendeine Waffe? Ah, was heißt ihr kleine Scheißkinder? Ich meine, er braucht das kleine Scheißkind eine Waffe. Ich will ihn eigentlich nicht beleidigen, weil er hat es natürlich nicht verdient. Auch wenn er das Spiel nicht versteht, also den Spot nicht versteht, hat er das immer noch nicht verdient. Ja, selbst wenn er richtig liegen würde, hätte er es nicht verdient. Es sagt einfach, dass er darum quengelt, er will nicht alleine auf A lang stehen. Ich habe keinen Schuss verschossen. Ich habe keine Granate verworfen, ich bin immer noch cool. Und es ist einer gelieft, sehr schön. Und eben ist mir eine Schuppe genau vorm Gesicht so runtergerieselt. Ich war kurz erschrocken, aber dann doch nicht, ne? Weil ich bin ja Profi. Ich bin immer unter Kontenance stehend, Schäfchen zählend, Tod verschmierend und so weiter und so fort. Ich bin einfach immer so, wie man halt sein muss als Profi, ne? Ach, Orange ist jetzt komplett AFK, sehe ich das richtig? What, I'm only okay. Das hat er das...
Ich warte hier. Nee, ich will nicht hier warten. Das ist ein ekliger Platz zu warten. Nein, nein, nein. Ich verstehe nicht so ganz, was Orange macht. Der ist jetzt wieder am Laufen. Dann ist er mal wieder am Rumstehen. Hat er so Hardcore-Lags? 30-sekündige, ein FPS-Lags. Hallo, ey. Sehr gut. Die scheiß Pflanzen müssen weg, Alter. Die stören uns doch nur. Hau mal weg, die Botanik. Ich will mehr Fauna. Verstehe ich. Flora ist für den Arsch. Was war das? Ah, da hat mir gerade einen Heiratsantrag gemacht. Ich will eigentlich ungern zusagen. Ich will ungern zusagen. Ich bin eigentlich schon versprochen. Wow, geht, what the fuck, geht. Komm, wie lang? He's coming. Er kommt mit einer Pump um die Ecke. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich dachte, gut, die haben jetzt Eco, klar, der hat jetzt auf jeden Fall eine Pistole oder vielleicht der MP. Ich habe ihn ja schon gesehen und auch gehört. Und da macht er sowas. Wenn er jetzt verliert, ohne euren Carryboy, dann weine ich mich aber aus. Nice. Im Gegnerteam kicken sie sich. Das ist schön zu lesen. Ich bin doch gespannt, was aus diesem Spiel wird. Uprank? Ne, wahrscheinlich nicht. Ich habe ja gestern verloren. Ich habe ja gestern im Video angekündigt, dass ich eine Erkältung spüre und sie kommt auch. Möglicherweise habt ihr schon einen Unterschied meiner Stimme gespürt. Ich habe vorher nochmal ordentlich abgehustet, bevor ich hier angefangen habe aufzunehmen. Ich war jetzt schon so lange nicht mehr krank, dass ich nicht mehr genau weiß, ob ich YouTube weitermachen kann in der Zeit, in der ich krank bin oder nicht. Wisst ihr, wann ich das letzte Mal krank war, wo ihr gesagt habt, wow, dem seine Stimme ist ganz schön im Arsch. Warum macht er da gerade noch ein Video? So ungefähr, ne? Es ist schon ewig her. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich bin gespannt, ob das jetzt schlimmer wird. Ich will nämlich eigentlich ungern jetzt, One Belong, ungern jetzt mit YouTube-Videos stoppen für ein paar Tage, weil wir einfach gerade einen geilen Lauf haben. Wir sind einfach gerade so hart am Stissel. Weißt, wir sind einfach menschlich. Super in Ordnung. Gucken. Purple. Das ist doch ein Deutscher. Purple. Oh. Das war schwach irgendwie, ne? Ich hab den einen gepimmelt und dann war klar, er hat eine AWP, der andere. Ich sollte mich nicht so hinstellen. Passiert halt, ne? Es passiert. Ich bin zum Glück nicht so der Männergrippen-Mensch. Ich habe eher die Frauengrippe, also die nicht so schlimmen Symptome. Aber es fuckt halt trotzdem ab, gerade wenn man eben sowas hier macht, wie wir es hier treiben, also YouTube-mäßig. Da muss man halt schon auch mal on point sein mit der Stimme. Und das bin ich dann nett, wenn ich so im Arsch stecken hab. Ah, oh, fuck! Er hat mir den Kill geklaut! Oh, du bist vielleicht ein Wurstkönig. Geschreckt für den Hals, ne? Purple Echo! Purple Echo! Der hört sich echt deutsch an, der Kerl. Der hört sich sehr, sehr deutsch an. Purple Echo! I have gesaid it to you the round before and the round the round before. Just play the Echo, like I said. Volkswagen! Oder so hat das, glaube ich, gesagt. Also schon ziemlich deutsch. Ich meine, ich habe auch Autobahn gehört. Hallo? Leute? Fuck, Mann, ich dachte, da liegt eine geile Waffe, dann ist es eine Glock. Ich upgrade meine Glock auf eine Glock. Super. Let's go. Warum sagt denn der Purple nicht, dass er auf A schon durch ist? Das ist vielleicht ein Hoden-Kobold, wenn die alle auf B sind. Warum sagt er denn nichts? Warum wird viel früher liegen können? Dann lass dich slow. Ich hätte so hart schwören können, dass er oben im Window ist. Going wrong with Orange. Fucking 4 kills. Just unlucky. Tja, so ist man nämlich drauf, wenn man freundlich ist, verstehst du? Da muss ich jetzt eh keinen Kopf machen, wir holen das so oder so. Shit, kein Kevlar. Ich muss mal wieder profimäßig spielen, ihr wisst ja. Kevlar ist was für Anfänger, verstehst du? Ich muss auch mal ein bisschen beweisen, dass ich auch ohne Kevlar hier rocken kann. Aber hart, die ganze Bude. Orange gibt. One Leute spielen mit. Pomp is law. Dieser Deutsche, hier ihn nervt. Guck mal, das ist unser bester Spieler, der glasklar einfach den Gegner gesucht hat. Krieg ich direkt wieder einen Hals, ne? Tja, shit, Dude, ne? Es ist gerade einmal dumm gelaufen. Wir sollten uns nicht so behindert aufteilen. Wenn wir zusammengehen würden, die geballte Macht der Tees, ah, das wäre edel, aber so eher flau. Six. Auf, komm, Alberto, mache irgendwas noch hier. Zum Schluss, hau rein. Just go and die. What the fuck are you doing? Save your fucking blood. Dummes Arschloch, oder? Also ich will so ein bisschen, dass er vergewaltigt wird. Von Giraffe. Habt ihr gewusst, dass das früher eine Folterungsmethode war für Frauen? Von einer Giraffe totgescheppert. Das ist schon echt hart, oder? Fuck. Oh, Spot. Oh, thanks. Gott. Wir kommen immer nur noch so als kleines Häufchen Elend auf dem Spot an. Wir müssen jetzt zwei Ecos machen und dann richtig, richtig, richtig kaufen. Wir brauchen alles. Das Kevlar und die Granaten und nicht so halbarschig. Kommt mal alle mit zu mir. Wir gehen hier an meine Wasserpfeife, verstehst du? Blubbel die Blubbel. Ich nehme das Huhn noch mit. Weil wenn ich jetzt noch eine Huhn... Mein Huhn! Ich wollte eben noch sagen, wenn ich noch eine Runde ohne Huhn spielen muss, dann schrei ich. Die Runde kann doch nur was werden. Ich habe einfach alles. AK, alle Granaten, Kevlar, Pistol. Alter, ich bin froh, ich bin glücklich. Was für eine Kacke, wie ich jetzt noch am Absteigen bin gegen Ende. He's defusing. Alright. Was ist das für ein räudiges Kind? Der war eben nicht am Diffusen. He's defusing. Alter, ich krieg so einen Aggress auf alle verschissenen Wichsbeutel, die so reden wie er. Alter, dann würde ich ihm direkt am liebsten wäschen. Das würde ich. Pff, das glaubst du aber. Wenn er auch gerne hätte, dass dieser Mensch
ordentlich von einer Giraffe gepimpert wird, ja? Dieser It's Giving einspielen, dann haut auf jeden Fall einen Daumen rein hier mal unter das Video, okay? Ich werde ihm dann die Giraffe schicken. Falls ihr wollt, dass das Kind von der Giraffe und so weiter, auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben geben. Daumen nach unten ist dafür, dass ihr selbst von der Giraffe zu Tode, falls, also jedem das seine, ne? Jeder zu seinen Fetisch, also wenn ihr das wollt, alles klar, ich verstehe schon. Da ist ja einer! Was macht der denn? Riecht schon so ein bisschen, ne? Das geht schon so ein bisschen auf die Halsschlagader. Nice! Yeah! Oh, schön, dass wir den Sieg geholt haben. Wir mussten uns zwar ziemlich lange ausspielen, was für mich heißt, dass ich ultra viel Material habe zum Schneiden. Scheiße. Aber es gibt Handschuhe.